Willkommen bei Dimas Movie Blog und jetzt geht es um Wreck-It Ralph oder auch auf Deutsch Ralf Reicht's. Und ja, genau darum geht es. Es geht um Ralph, ein Bösewicht aus einem alten 8-Bit-Computerspiel, so ein bisschen im Stile von Donkey Kong. Der hat genug davon, dass alle immer nur den Helden des Spiels bejubeln und möchte deswegen eben jetzt auch selber ein Held werden und schleicht sich heimlich in ein anderes Computerspiel rein, um dort Goldmedaillen zu sammeln. Eine super Idee, die wunderschön auch ausgeführt ist. Allerdings, schade, er kommt noch in eine andere Welt und dort lernt er so ein kleines Mädchen kennen und ab sofort konzentriert sich der Film plötzlich nur noch auf dieses blöde, kleine, nervende Mädchen und das ist wirklich sehr, sehr enttäuschend für die älteren Fans unter euch, denn ich sag mal so, der Film steckt voller Details und Anspielungen auf alte Spiele. Alleine die ganzen Cameos, ob es nun Sonic the Eagle, Pac-Man oder auch Zangief und Bison aus Street Fighter sind, das alles gibt dem ganzen Film wirklich so eine sehr, sehr schöne Note und hätte ihn eigentlich ganz nach oben auf die Animationsfilmspitze setzen können, wenn es nun eben nicht diese Story mit diesem Mädchen gegeben hätte, die dann irgendwie das Ganze alles überschattet. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch ein sehr, sehr schöner Film. Und besonders gut auch auf Englisch anzuhören, denn dort gibt es sehr viele bekannte Stimmen auch. Und ich sag mal, wenn ihr euch diesen Film anseht und so ein bisschen Interesse an Spielen früher gehabt habt, werdet ihr ihn, denke ich, auf jeden Fall mögen. Von mir gibt es für Wreck-It Ralph 8 von 10 Punkten. Und ihr könnt ihn durchaus, da er ja eben so schön ist, auch mit euren jüngeren Geschwistern gucken. Also von mir eine Empfehlung für Wreck-It Ralph.